Ab in Schneeparadies. Für die Sims 4 ist jetzt auch schon wieder 2,5 Jahre her, welche von der Community eher gemischt aufgenommen wurde. In diesem Video möchte ich eine ehrliche Version des Gameplay-Trailers der Erweiterung präsentieren, die ja oft ein wenig nachgeschönt sind. Na ihr, es wird mal wieder Zeit für eine neue Erweiterung, welche alle Sims-Spieler, die seit 5 Monaten nicht mehr gespielt haben, aus ihren mit Hilfe von Move-Objects eingerichteten Höhlen kriechen lässt. Wir ignorieren jetzt einfach mal den Fakt, dass direkt die erste Szene des Trailers ordentlich geruckelt hat und stürzen uns in den neuen Inhalt. Wenn ihr dieses Video seht, habt ihr zu einer nicht niedrigen Wahrscheinlichkeit ein Zuhause. Und bei den Sims in Mount Komoribi zählt Snowboarden, Skifahren und Klettern mit dazu, was für ein geschickt flüssiger Übergang zu den neuen Features. Hier seht ihr ein paar neue Festivals passend zum Pack. Wir von EA sind so großzügig, dass ihr jetzt auch wieder im Gegensatz zu Inselleben eine Benachrichtigung erhaltet, wenn diese stattfinden. Der Instagram-mäßige Rahmen ist natürlich nur Teil des Trailers. Der klassische Satz, der sonst immer eingeblendet wird, um das zu erkennen, hat der Typ im Schnitt vergessen. Er hatte nämlich früher Feierabend. Natürlich müssen auch die Baumodus-Freaks unter euch abgeholt werden. Am einfachsten geht das natürlich mit den neuen Objekten. Ich weiß ganz genau, dass allein dieser kleine Wandschrank mit Maragoni-Holz im asiatischen Stil für 139 Simoleons und einer bescheuerten Baumodus-Beschreibung ausreicht, um dir 40 Euro von deinem Konto herunterzubuchen. Jetzt aber zum Eingemachten, dem Skifahren und Snowboarden. Dass der Skilift nur Deko ist und man den Sims nicht wirklich beim Hochfahren zuschauen kann, kann man hier noch nicht ahnen. Aber natürlich verrate ich euch diese Info nicht. Das wäre nämlich schlecht für die Vorfreude. Slow-Mo-Shot. Jetzt kommt wieder dieser Teil, in dem ich unnötig viel drumherum quatsche, damit wir noch mehr Szenen von sich auf die Fresse legende Sims einblenden können. Macht euch ebenfalls schon mal darauf gefasst, dass ihr euren Sims sehr, sehr häufig in diesem Pack beim Skifahren zusehen werdet. Für diese zugegebenermaßen echt hübschen Animationen ist die Hälfte des Budgets und noch mehr die Motivation der Entwickler draufgegangen. Es gibt neue Lebensstile, die natürlich nur innerhalb dieses Packs existieren und damit nie wieder in der Zukunft ergänzt werden können. Alles andere wäre ja auch irgendwie zu kompliziert. Wenn eure Sims echte Einheimische werden sollen, müssen sie unter anderem die Schuhe innerhalb der Wohnung ausziehen. Ich hätte mit jedem neuen Feature in diesem Pack gerechnet, aber nicht damit. Falls ihr die unwichtigen Emotionen in diesem Sims 4 schon fast wieder vergessen habt und gar nicht mehr darauf achtet, ob jetzt ein gelber, roter oder blauer Emotionsstreifen neben euren Sims auftaucht, gibt es jetzt durch die Entspannung die 1532. Möglichkeit, die emotionale Schieflage eurer Sims im Spiel auszugleichen. Ihr könnt euren Zen im Onsen-Badehaus finden, die perfekte Möglichkeit für die Entwickler, die Whirlpools aus dem Sonnenterrassen-Accessoire-Pack nochmal zu recyceln. Jetzt hätte ich aber auch irgendwie Bock auf Whirlpool, muss ich sagen. So, jetzt aber zur Abwechslung wieder richtig neues Gameplay. Die Bergbesteigung ist wohl eines der Highlights, aber ganz ehrlich, ich gönne euch dieses Feature nicht. Seid doch zufrieden mit dem, was ihr bereits habt. Deswegen haben wir bei EA uns dazu entschlossen, die Bergbesteigung mit jedem zweiten Update vollständig verbuggt und damit unspielbar zu machen. Damit ihr euch emotional abgeholt fühlt, darf natürlich auch eine kleine, eingewobene Story zwischen zwei Sims nicht fehlen, die zugegebenermaßen echt niedlich ist. Für alle, die sich auch nicht mehr erinnern können, was sie gestern gegessen haben, fasse ich nochmal kurz zusammen, was ihr in den letzten 2 Minuten gesehen habt. Was ein Service! Damit wären wir auch am Ende dieses ehrlichen Trailers angekommen. Das neue Pack war durchaus atmosphärisch, war aber meiner Meinung nach ein Pack, welches man eine Zeit lang aktiv gespielt hat und mittlerweile schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil man es in den Alltag der Sims wirklich schlecht integrieren kann. Wenn ihr das Pack noch nicht besitzt, findet ihr es für günstige 18,83 € bei Instant Gaming, also um mehr als 50% billiger als bei EA. Link in der Beschreibung. Wie fandet ihr meine ehrliche Version vom Trailer? Habt ihr trotzdem mal wieder Lust auf Ab in Schneeparadies? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.